Herzlich willkommen bei Nit den Schein. Ja, heute will ich euch einmal so begrüßen, wie ich es normalerweise tue. Also, so wie mir der Schnabel gewachsen ist, so wie ich heute rede, wenn ich Dialekt rede. Weil einige von euch gemeint haben, es gefällt euch, wenn ich wienerisch rede. Dabei war das eigentlich nur mein Hochdeutsch mit Wiener Akzent und heute zeige ich einmal, wie wirklich wienerisch klingt bei mir. Also, ihr kennt das vielleicht eher von anderen. Oder habt ihr es schon öfters gehört oder seid ihr das eh gewöhnt, aber vielleicht manche auch nicht und deshalb habe ich mir gedacht, jetzt versuche ich es einmal und sage ich das einmal. Weil, ja, so ist es. Und also, das ist eine Dauerwerbesendung. Es geht da ums Stricken und ein bisschen auch ums Häkeln, aber heute eigentlich nicht. Heute geht es nur ums Stricken. Und ich habe wieder viel gemacht und man muss auch sagen, dass das eine Dauerwerbesendung ist, weil ihr könnt das alles nachkaufen, was ich euch da jetzt sage und ja, es kostet alles auch Geld und da muss man Werbung machen dafür. Nein, das ist aber eigentlich eh nicht meine Absicht, sondern ich will euch nur sagen, was mir so taugt und was ich gern mache. Und es geht auch heute wieder darum, dass ich da was verlosen will, also dass ihr das Gewinner kennt, einen von den drei natürlich. Weil ich Anfang April habe ich meinen zweiten YouTube-Geburtstag gehabt und das will ich mit euch feiern. Ja, also so wäre das, wenn ich mit euch wienerisch sprechen würde und ich fände das ganz lustig, wenn vielleicht meine YouTube-Kollegen da auch mitmachen würden und mich würde es interessieren, wie das von den anderen auch klingt. Also fühlt euch herzlich eingeladen, es mir nachzutun und einmal in eurem Dialekt, in eurer Mundart etwas zu sagen. Und ja, vielleicht fandet ihr das auch lustig. Es ist leider nicht alles so lustig in der heutigen Zeit. Ab und zu muss man sich aber einen Scherz erlauben. Und ab und zu, denke ich, darf man den Humor auch nicht verlieren. Auch wenn es rundherum gar nicht lustig ausschaut. Wir haben ja Gott sei Dank unser Hobby, was uns so viel Freude auch bringt und womit wir uns ablenken können und den Tag verschönern können. Und womit wir auch Gutes tun können. Und ja, deshalb machen wir das auch, dass wir euch dann zeigen, was so passiert ist in den letzten Tagen und Wochen. Okay. Ja, ich habe wieder viel rundherum um mich aufgebaut. Und was ich auch gar nicht vergessen will, und deswegen sage ich es auch gleich, ist, dass jetzt am kommenden Sonntag, am 1. Mai, dass es wieder ein Zoom-Stricktreffen mit mir geben wird. Also einige haben sich ja schon angemeldet und haben auch schon den Zugangscode, den Link zum Zoom-Treffen bekommen. Und falls du auch noch gerne dabei sein willst, falls du am Sonntag noch nichts anderes vorhast und mit uns gemeinsam stricken und plaudern möchtest oder auch häkeln oder auch weben, alles darfst du machen, was halt keinen Lärm macht, dann komm auch dazu und schreib mir ein E-Mail unter knitandshine@gmx.at und dann schicke ich dir den Zugangslink. Ja, dann kann ich das mal hier weg tun und kann ich euch zeigen, was ich heute anhabe. Und wie ihr schon bemerkt habt, ihr sicherlich wisst, ist das der Pulli von Annette Danielsen, den ich schon in den letzten Wochen immer hergezeigt habe, als ich daran gearbeitet habe. Der sich Markt nennt, weil er an die Früchte und an die Blumen auf einem balinesischen Markt erinnern möchte. Balinesisch deshalb, weil das in dem Buch Inspiration Bali Stricken mit Annette Danielsen vorkommt. Also weil das eine Anleitung aus diesem Buch ist. Und ich habe mit der Originalwolle gestrickt, nach der Originalanleitung. Obwohl, es ist kein absolut Original-Pulli geworden. Ich habe ein paar Eigenheiten eingebaut, aber ich glaube, gar nicht allzu viele. Und ich nehme jetzt kurz die Kamera runter und werde euch damit zu mir holen und euch ein bisschen mehr davon zeigen. Nämlich so, also. Du siehst, das ist ein All-Over-Colorwork-Muster, obwohl die Muster gar nicht schwierig sind, man kann sie sich leicht merken und deshalb war er auch eigentlich recht flott gestrickt. Ich habe ja die kleinste Größe gestrickt und ja, er ist jetzt nicht riesig, aber
Er sitzt ganz gut. Er hat ein bisschen Positive Ease noch, also ein bisschen mehr Weite an den Ärmeln, wie immer nicht, weil meine Arme halt nicht so schlank sind. Aber auch da, sie sind nicht zu eng und es passt auch eine Bluse drunter, hatte ich auch schon an. Und ich fühle mich wirklich sehr wohl damit. Ich habe jetzt nichts drunter an, außer ein BH-Läppchen. Also er kratzt auch nicht auf der Haut. Es ist schon ein bisschen robustere Wolle. Das hier oben ist Alpaka und die Bündchen. Dann ist dabei eine Highland-Wolle, also Schafwolle, und eine Twinnie nennt sich die. Alle von Isager geschrieben. Und das Ganze ist sehr leicht trotzdem, obwohl es fast ausschließlich doppeltes Garn ist, wegen dem Colorwork, wiegt der ganze Pulli nur 220 Gramm. Und es ist wirklich, ja, wahnsinnig leicht deshalb. Und mir ist so viel Wolle übrig geblieben. Schaut mal. Und ich hatte ja die 50 Gramm Stränge teilweise mit einer Strickfreundin geteilt, die in der Schweiz lebt. Hallo Susanne, wie weit bist du mit deinem? Und sogar da ist was übrig geblieben. Also das waren zum Beispiel dann nur 25 Gramm, die ich da nicht einmal verstrickt habe. Und das sind sicherlich auch nochmal, ja, weiß ich jetzt nicht, 5, 6 Gramm, was da übrig geblieben sind. Auch von dem hatte ich nur 25 Gramm. Und von diesem hier, da habe ich ja befürchtet, dass das zu wenig sein wird. Aber da ist auch noch einiges übrig. Da wäre zum Beispiel diese Musterreihe hier eigentlich mit diesem rosa Ton gestrickt worden. Und das habe ich verändert, weil ich eben Angst hatte, dass von dem zu wenig ist, und habe dann diesen Himbeerton lieber genommen stattdessen. Und von irgendeinem war noch einmal, ich glaube, das dunkelgrün war es, wo im Buch für alle Größen angegeben ist 30 Gramm. Und ich dachte mir, wenn ich die kleinste Größe stricke, brauche ich nicht 30 Gramm. Und es gab eben nur 50 Gramm Stränge zu bestellen und deswegen haben wir die geteilt. Jeder hat 25 bekommen und ich bin wirklich locker damit ausgekommen. Und von dem da hätte man zweimal 50 gebraucht und ich habe nicht einmal, also das ist der erste 50 Gramm Strang, ich habe den zweiten gar nicht angebraucht. Das ist das, wo die Bündchen draus gestrickt sind. Auch von der Farbe ist noch so viel übrig. Und auch von dem Naturweiß. Also, ich habe das jetzt nicht gewogen, wie viel da noch übrig ist, aber also ich würde mal schätzen, ein Drittel mindestens. Da kann man noch, weiß ich nicht, was draus machen. Ich stricke aus der gleichen Wolle, also auch aus der Isaia, noch diesen Mosaik, diese Mosaikjacke, die im Moment ein UFO ist, weil ich sie dann erst im Herbst wieder brauchen werde. Und da wird vermutlich auch einiges übrig bleiben und dann werden wir sehen, was ich aus den Resten vielleicht dann noch machen kann. Ja, weil man da wirklich sehr, sehr viele Farben wechseln muss und oft auch nur eine Reihe in einer Farbe zu stricken hat, wird empfohlen, das Ganze einzuweben, was ich auch gemacht habe, und ich versuche das euch jetzt dazu zeigen. Also, ja, hier sieht man das teilweise. Ich habe es nicht ganz kurz abgeschnitten dann, sondern habe da ein bisschen was stehen lassen. Oh, wie weit kann ich meine Hand noch verdrehen, dass man das Eingewebte sieht? Oder so. So vielleicht am besten. Also ich habe diese Weave and Steven Methode meistens gemacht, wo man den Faden wirklich einmal immer ganz um den Strickfaden, um den Arbeitsfaden herumschlingt. Am Ende des Fadens, also schneidet man ein Stückchen ab und das geht einfach. Nur am Anfang ist es ein bisschen komplizierter, finde ich. Oder vielleicht habe es nur ich so kompliziert gemacht und es gäbe eh eine einfachere Möglichkeit, aber dann habe ich eigentlich den ganzen Knäuel immer um diesen Anfangsfaden herumschlingen müssen, weil ich ja kein Ende hatte, sondern erst angefangen habe damit. Also vielleicht schreibt sie mir mal, ob das auch einfacher gegangen wäre. Aber ja, dadurch war das Vernähen dann gar kein Problem mehr. Das ist dann ganz schnell gegangen, nur mal Anfangs- und Endfäden von diversen
ja, anfangen und war dann recht bald fertig nach der letzten Sendung. Wo ich mich leider ein bisschen geirrt habe, war hier bei den Abnahmen. Das steht nämlich im Buch sowohl zeilenweise ausgeschrieben, als auch bei den Charts, bei den Mustern, die farbig gedruckt sind, was sehr schön ist, ist dann immer ein Sternchen neben der Reihe, wo man hier abnehmen muss. Und leider haben sie da einmal ein Sternchen vergessen und ich war zu faul, um es genau nachzulesen, habe mich halt nur nach den Sternchen gerichtet und habe mir dann irgendwann einmal gedacht, warum habe ich da jetzt auf einmal, ich glaube, 12 Maschen zu viel, weil 12 Mal rundherum abgenommen wird. Bis ich dann nachgelesen habe und festgestellt habe, also ich hätte in diesem Musterteil unten noch einmal abnehmen sollen. Ja gut, dann habe ich irgendwo noch eine Abnahmereihe eingebaut. Also es fällt eigentlich nicht auf. Man merkt nur, also nein, ich hole euch wieder zu mir, dass ich da, weiß nicht, ob man es sieht, bei manchen, also erstens mal sieht man da zum Beispiel bei der Abnahme, dass dann der rosa Faden über das Dunkelrosa drüber geht, deswegen sieht das so aus, als wäre es ein Fehler. Vielleicht sticke ich da nochmal mit Dunkelrosa drüber. Und das gefällt mir eigentlich ein bisschen weniger, obwohl ich weiß nicht, ob man es wirklich sieht. Hier bei den Abnahmen hat es dann teilweise nicht mehr ganz übereingestimmt mit den Maschenzahlen im Buch. Da habe ich dann manchmal ein bisschen tricksen müssen oder irgendwie bin ich dann anders rausgekommen, als sie es geschrieben hat. Ich weiß nicht, wo dann der Fehler gelegen ist, aber man sieht es nicht, man merkt es nicht und ja, egal. Also insgesamt bin ich wirklich sehr froh und fühle ich mich sehr wohl damit und ich finde, er ist wunderschön geworden. Ja, was noch fertig geworden ist und was ihr wahrscheinlich auch schon auf Instagram gesehen habt, wenn ihr mir folgt, ist die bunte Jacke für meine Tochter. Diese bunte Karo-Jacke. Und da war ich dann auch schon bald fertig nach der letzten Sendung. Ah, sie hat es schon aufgestreckt, weil die Ärmel leider ein bisschen zu lang geworden sind. Da habe ich ja viele verschiedene Wollen genommen, viele verschiedene Reste. Und sie wollte so eine Jacke. Und die ist, glaube ich, auch ganz lustig geworden. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, ob sie es schon angezogen hat, weil sie hatte sie schon jetzt, glaube ich, 1,5 Wochen zu Hause. Und heute habe ich es mir nochmal geholt, damit ich es euch zeigen kann. Denn das letzte Mal waren ja die Bündchen noch nicht dran. Also diese Knopflochblende. Und es fehlen auch noch immer die Knöpfe, weil ich gemeint habe, die muss sie sich selbst aussuchen und annähen. Aber sie, glaube ich, braucht gar keine Knöpfe, hat sie gemeint. Sie lässt sie einfach offen. Ja, hätte ich mir die Knopflöcher ersparen können. Aber gut, man kann ja immer noch Knöpfe annehmen. Das Besondere bei dieser Strickart war, dass ich hier eigentlich osteuropäisch gestrickt habe. Also es ist natürlich Intarsienstrickerei, weil man für jede Farbfläche ein eigenes Knäuel braucht. So sieht das von innen aus. Und man kann das nicht in der Runde stricken. Erstens, ja, man könnte es, weil es eine Jacke ist, man könnte es ja dann sticken. Aber wegen den Intarsien kann man es nicht in der Runde stricken, weil sonst hast du den Faden auf der falschen Seite. Deswegen musste ich das glatt rechts in Hin- und Rückreihen stricken. Und ich habe oft das Problem, dass bei mir die Rückreihen viel lockerer werden. Wo ich dann auch schon eine Methode gefunden habe, einfach viel fester anzuziehen oder mit einer kleineren Nadel zu stricken. Aber ich habe gemerkt, wenn ich osteuropäisch stricke, und das findet ihr auch auf YouTube, wenn ihr das eingibt, diese Methode, dann werden die Reihen viel gleichmäßiger. Und das sieht man vor allem bei diesen glatten Garnen gut. Und auch die Übergänge zwischen den Farben. Also man sieht hier noch immer, dass jede zweite Masche da ein bisschen größer ist. Aber als ich normales westeuropäisch gestrickt habe, ist das noch viel hässlicher geworden. Das habe ich noch nie, ich weiß nicht warum, richtig gut zusammengebracht, dass
diese Intarsien schön geworden wären. Vielleicht, weil ich allgemein eher fester stricke und diese Maschen dann versuche, noch fester anzuziehen. Und dann werden die aus der Vorreihe zu locker. Oder keine Ahnung. Man sieht es auch hier noch recht gut, wenn man auf die gelben schaut, dass da jede zweite größer ist. Da, wo ich mit Mohairfaden gemischt habe, sieht man es weniger. Ja, ist halt so. Aber insgesamt finde ich es trotzdem, ist ein schöneres Strickbild geworden, als wenn ich normal stricke. Auch die Bündchen habe ich osteuropäisch gestrickt. Und auch die gefallen mir besser auf dieser Methode. Was mir dann nicht so ganz gefällt, ist, dass hier zweimal dieses Olivgrün zusammenstoßt. Ja, obwohl ich es mir immer wieder aufgelegt habe, die einzelnen Farbflächen und Knäuel, wie ich möchte, dass die Farben zusammenkommen, ist da ein Hoppala passiert. Aber ja, also sie hat sich noch nicht beschwert. Und insgesamt, glaube ich, sind die Farben trotzdem recht harmonisch verteilt. Und so, dass es möglichst große Kontraste ergibt. Ja, und ich hoffe jetzt nur, dass sie sie wirklich trägt, dass sie ihr gefällt und dass sie sie angenehm findet und dass sie Freude damit hat. Und dann kann diese Jacke wieder zurückgehen an sie. Okay, und dann ist noch einiges fertig geworden. Also zuerst mal die Socken. Da sind fertig geworden die Socken, die ich aus der selbstgefärbten Tänzelwolle gestrickt habe. Nämlich genau die gleiche Wolle, die es auch heute zu verlosen gibt. Das sind diese. Das sind so mehr oder weniger Sneakersöckchen. Ja, es ist ein nicht ganz hoher, aber auch nicht ganz niedriger Schaft. Und eine Käppchenferse habe ich gestrickt. Und so ein Muster, wo immer eine Reihe ganz glatt ist und eine Reihe mit einer linken Masche dazwischen und immer drei rechte. Und die habe ich ja selbst gefärbt auch. Und wie ich letztes Mal schon erklärt habe, sind mir etwas zu hell geworden. Aber ja, trotzdem finde ich das ganz lustig, wie es sich streift. Die Bändchenspitze und auch einen zweiten gibt es dazu natürlich. Und die werde ich jetzt dann bald mal anziehen können. Also ich bin schon gespannt, wirklich, wie sich diese Tänzelwolle an den Füßen trägt. Ich bin mir nicht sicher, ob es... Nein, es ist eigentlich keine Sockenwolle. Das haben vielleicht manche von euch falsch verstanden. Es ist einfach eine Wolle, die aus 40% Tänzel und 60% Merino besteht und die Fingeringstärke hat, sprich 400 Meter auf 100 Gramm. Ich hatte daraus auch noch keine Socken gestrickt und werde euch beim nächsten Mal hoffentlich erzählen, wie sich die tragen lassen, wie es auch bei höheren Temperaturen ist mit diesen Socken und wie es nach dem Waschen ist, beziehungsweise ob sie filzen, ob sie peelen oder was auch immer. Genau, also das sind meine Tänzelsocken, die fertig geworden sind und auch ein anderes Paar Socken in Pink ist fertig geworden. Die Frühlingssocken, die sind gestrickt nach einer Anleitung von Tanja Steinbach und haben dieses Lesmuster und dazwischen eben diese Rippen in rechts, links, hinten sind nur die Rippen und die Ferse natürlich glatt. Da habe ich eine Bumerangferse gestrickt und Bändchenspitzen mache ich eigentlich immer. Ich weiß gar nicht, wie es in der Originalanleitung wäre mit der Ferse und der Spitze. Ich habe nur dieses Muster daraus entnommen. Und das ist eine Wolle mit Seide, eine Sockenwolle mit Seide, die mir die liebe Angie aus dem Burgenland geschenkt hat. Vielen Dank nochmal, liebe Angie. Also, die werde ich jetzt auch bald anziehen. Denn, wie gesagt, das sind ja Frühlingssocken und die muss ich jetzt noch anziehen, solange Frühling ist. Ich schaue raus, weil heute ist endlich wieder mal halbwegs schönes Wetter. Wir hatten ja die letzten Wochen leider kein schönes Wetter und es war auch nicht warm. Also eher immer grau und windig und regnerisch und kalt. Aber jetzt wird es dann losgehen. Da werden die dann vielleicht eh wieder zu warm werden. Na, schauen wir mal. Und dann habe ich noch Socken fertig und wieder zwei Paar
Kindersocken für die Ukraine, die ich aus Opal-Abo-Resten gestrickt habe. Und zwar, das erste war das. Das waren 42 Gramm, die übrig waren. Und ich mache das dann so, dass ich den Faden einmal von innen und einmal von außen nehme und bei der Spitze beginne auf einer langen Rundstricknadel. Mache ich so einen, ich weiß nicht, ob das der türkische Anschlag ist, ich habe es leider nicht mehr gefunden. Wenn man den Faden einmal vorne, einmal hinten über die Masche schlingt, über die Nadel schlingt. Und das ergibt dann so eine Spitze, die ausschaut wie mit Maschenstich vernäht. Also man sieht eigentlich gar nichts vorne. Und das finde ich wirklich sehr schön und eben auch sehr angenehm zu tragen, weil da vorne keine Naht ist. Wenn das einige von euch interessiert, dann könnte ich noch mal ein Video dazu machen, wo ich euch das zeige, wie dieser Anfang geht. Ja, und dann habe ich einfach so lang gestrickt den Fuß, solange ich dachte, bis ich ungefähr nicht ganz die Hälfte der Wolle verbraucht habe. Denn die Ferse braucht ja einiges und eben die andere Hälfte für den Schaft. Da habe ich mich ein bisschen verschätzt, da ist der Fuß ein bisschen zu lang geworden und der Schaft zu niedrig. Aber ich meine, es wollen ja nicht alle so einen hohen Schaft, also man kann die genauso anziehen. Ja, vielleicht hätte ich auch einfach weniger Maschen nehmen sollen, das waren 52 und das hat jetzt so eine Größe 35, würde ich sagen, insgesamt. Und sie sind natürlich nicht gleich, weil, wie gesagt, einmal von außen, einmal von innen der Faden genommen wurde und deshalb ist auch die Streifenfolge umgekehrt. Aber gerade das finde ich lustig und man sieht ja trotzdem, dass sie zusammengehören und für Kinder auf jeden Fall nett, würde ich sagen. Und auch das zweite Paar habe ich so gemacht, das waren 24 Gramm, nein, 34, das waren 42, das waren 34 Gramm und da habe ich aber nur 44 Maschen genommen und die beiden habe ich jeweils an einem Nachmittag gestrickt, also das geht wirklich flott. Mit der gleichen Methode vorne begonnen, wie gesagt 44 Maschen und das ist jetzt so circa eine Größe 29. Da habe ich es besser hingekriegt, dass der Fuß und der Schaft ungefähr die gleiche Länge haben. Und auch die sind natürlich nicht gleich. Aber ich glaube, das ist auch eine gute Methode, um Sockenwollreste aufzubrauchen. Denn man braucht wirklich bis auf ein paar Zentimeter alles. Ja, du siehst ja dann, wenn es zu Ende geht, die Wolle und dann kettest du ab. Ich habe einen elastischen Abkettrand gemacht. Ja, halbwegs elastisch. Wo ich immer zwei Maschen stricke und dann die gemeinsam abstricke, ja, die zusammenstricke praktisch, dann wieder eine Abstrick rüberhebe und gemeinsam zusammenstricke. Das macht auch einen etwas elastischeren Abkettrand als normalerweise. Ja, und dann ist noch was fertig geworden, nämlich die Jacke für meinen zukünftigen kleinen Enkelsohn, der jetzt in einem Monat oder eineinhalb circa kommen könnte. Das ist die Weste Precious Moments von Drops Design. So sieht die jetzt aus mit diesen kleinen Rechts-Links-Strukturmustern. Und oben ist dann nur mehr ab und zu eine linke Masche und sind Raglan-Abnahmen. Sie wird von unten nach oben offen gestrickt, also wie gesagt von Drops und auch die Wolle ist von Drops, das ist die Cotton Light, also die hat einen Acrylanteil dabei und ist deshalb auch ein bisschen weicher, würde ich sagen. Die Knöpfe sind auch von Drops, diese Perlmutt-Knöpfe, zwei, nein, das sind die 1,5 cm Durchmesser. Und ich hatte in einem Stoffgeschäft bei uns in der Nähe Knöpfe gekauft, nämlich die kleineren und auch die größeren. Die hatten aber leider keine so schönen Perlmutt-Knöpfe, aber ich wollte sie nicht bestellen wieder und deshalb habe ich sie dort gekauft. 6 Stück, komm nach Hause, will sie annähen, zähle die Knopflöcher und stell fest, das sind 8.
Tja, wenn man nicht vorher zählt oder sich nicht merkt oder drauf vergisst. Ich hatte sie sogar mit und habe es angehalten. Aber naja, dann musste ich eben doch welche bestellen und die gefallen mir auch besser. Und also ich habe das nach der Anleitung gemacht, dass die Anzahl, die Abstände zwischen den Knopflöchern, aber dass es so viele werden, damit habe ich nicht gerechnet. Die ist überhaupt etwas groß geraten. Also es hätte ja für ein Neugeborenes sein sollen, weil das jetzt im Sommer eben kommt, habe ich mir gedacht, Baumwolle ist angenehmer, nicht so warm. Und jetzt ist es fast, ja, für ein Einjähriges. Also er wird es wahrscheinlich erst nächstes Jahr tragen können. Aber gut, dann ist wieder Sommer. Ist halt so. Auch fertig. Und ich habe noch was Fertiges, aber das zeige ich erst ganz zum Schluss. Denn jetzt kommt mal was zum Nachdenken wieder. Ich habe heute nicht wieder was Biblisches und auch nicht unbedingt was Christliches, aber trotzdem was Interessantes, denke ich. Denn ich habe zugeschickt bekommen von einem Bekannten ein Newsletter, eine Nachricht von ORF Science. Also ORF ist der österreichische Rundfunk und die haben ja auch so Nachrichtenrubriken und das eine ist halt wissenschaftlich. Und es ist ziemlich physikalisch und ich muss ehrlich sagen, ich verstehe nicht alles. Ja? Ich kann es mir ungefähr vorstellen. Es geht nämlich um Materie und Antimaterie. Also vielleicht habt ihr das schon mal gehört, dass es zu jedem Atom eigentlich auch ein Antiatom gibt. Ja? Zu jedem Proton gibt es ein Antiproton und zu jedem Neuron und so weiter. Ich kann mir das nicht wirklich vorstellen und wie ich dann nachgelesen habe, beziehungsweise auch nachgesehen habe auf YouTube, da gibt es ein sehr schönes Erklärvideo, was ich euch dann auch verlinken werde. Dort, wo das recht einfach erklärt wird, sodass das auch wir Laien verstehen können, konnte ich mir das ein bisschen vorstellen. Also, diese Antimaterie soll beim Urknall genauso existiert haben wie die Materie. Aber heute ist sie kaum mehr vorhanden. Warum auch immer. Und warum sie damals eigentlich genauso viel bestehen hätte müssen wie die Materie, verstehe ich auch nicht. Aber was die Wissenschaftler jetzt in einem Experiment herausfinden wollten, ist, warum es heute nur mehr so wenig von dieser Antimaterie mehr gibt. Oder warum es eigentlich die Materie noch gibt, warum wir überhaupt da sind. Denn das große Rätsel für die Wissenschaftler ist, warum es überhaupt Materie gibt, wenn sich die Materie und die Antimaterie am Anfang gleich hätten auslöschen müssen, gegenseitig. Ich hoffe, ich habe mich da jetzt nicht total in einen Wirrwarr geredet, aber ich lese euch das kurz mal vor, ja, das ist immer einfacher. Auf der Suche nach dem Ursprung unserer Existenz ist Physikern und Physikerinnen des Europäischen Kernforschungszentrums in CERN eine Rekordmessung gelungen. Sie verglichen die Massen von Protonen und Antiprotonen auf 11 Stellen nach dem Komma. Die erhoffte Antwort auf die Frage, wie das Universum entstanden ist, konnte aber auch damit nicht gefunden werden. Und zwar wurde das in der Zeitschrift Nature am 5. Jänner dieses Jahres veröffentlicht. Ist also ein ziemlich neues Forschungsergebnis. Man erhoffte sich eine Erklärung dafür, dass warum sich Materie und Antimaterie nicht gegenseitig ausgelöscht haben. Und sie wollten eben untersuchen, ob diese Materie und Antimaterie, besser gesagt, ich glaube, es geht um Protonen und Antiprotonen, gleich schwer sind. Weil wenn die Protonen ein bisschen schwerer gewesen wären als die Antiprotonen, dann hätten die Protonen, dann wäre es eine Erklärung dafür gewesen, warum die überlebt haben, warum es Materie heute gibt, warum sich die nicht gleich gegenseitig ausgelöscht haben.
Und da sagt der Herr Ulmer, der Leiter dieses Experiments, im Kern geht es um die Frage nach dem Ursprung unserer Existenz. Wenn wir die Urknalltheorie und das Standardmodell der Teilchenphysik vereinigen, gibt es eigentlich keinen Grund, warum das Universum entstehen sollte. Denn Materie und Antimaterie müssten sich gegenseitig auslöschen. Also ich finde das total faszinierend, dass man das überhaupt untersuchen kann. Und obwohl ich es so wenig verstehe, ist es doch, denke ich, also für mich wahnsinnig interessant, dass es Leute gibt, die das untersuchen und die das verstehen. Und also auf dem Video sieht man das sehr gut erklärt. Und er erklärt auch, wie dieses Experiment zustande kommt, wie sie das dieses Instrument gebaut haben, dieses Gerät, wie das funktioniert, dass man das überhaupt messen kann, ob Protonen leichter oder schwerer sind als Antiprotonen. Und das Ganze ist ein ungemeiner Aufwand, der da betrieben wird. Also erstens einmal, wie viele Leute damit beschäftigt sind, nämlich hochqualifizierte Leute, wie viel Geld das kostet, wie viel Zeit und Energie das verbraucht. Und eigentlich ist nichts rausgekommen. Ja? Also sie konnten keinen Unterschied feststellen und sie konnten sich damit nicht erklären, warum es uns überhaupt gibt. Ist doch witzig, oder? Also, naja, witzig. Interessant, würde ich mal sagen. Und sie versuchen es weiter. Das ist die Conclusio, sie wollen noch genauere Instrumente finden und wollen es noch einmal genauer wissen und hoffen damit endlich drauf zu kommen, warum Materie überhaupt da ist. Also wie gesagt, ich verlinke euch das E-Mail unten und hoffe, dass ihr das genauso interessant findet wie ich. Ja, es kann sicher nicht nur immer alles ums Stricken drehen, oder? Obwohl es das auch bei mir sehr, sehr, sehr viel tut. Na gut, dann zeige ich euch, was ich noch auf den Nadeln habe. Was dann noch ist und was jetzt auch schon bald fertig ist, ist der Shawl Frieze, also das Tuch Frieze. Da weiß ich jetzt leider wieder nicht die Designerin, aber ihr findet alle meine Projekte auf Ravelry. Ich verlinke sie euch nach wie vor unter dem Video und dort kommt ihr dann auf die Anleitung und somit auch auf den Namen der Designer. Also das ist der Shawl Frieze. Und ja, ich kann ihn fast ganz in die Kamera halten. Also er hat jetzt schon meine Armspannbreite erreicht. Also er müsste jetzt schon fast 1,60, nein, ich bin 1,67, also sagen wir mal 1,70 sein. Aber da das Ganze asymmetrisch wird und wie ihr seht gar nicht wirklich tief, bin ich mir jetzt noch immer unsicher, wie lange ich ihn wirklich machen soll. Also einige haben ja schon geschrieben in den Kommentaren, danke. Ich glaube so 1,60, 1,70 eben waren die Längen, die mir ihr geschrieben habt. Und wenn ich ihn mir so ummache, dann hängt der eine Zipfel da und der andere wäre jetzt ungefähr hier. Und da das ja asymmetrisch ist, ja, ich denke, allzu viel brauche ich nicht mehr. Also ich denke, ich mache noch 2 Mustersätze und dann werde ich abketten. Ist zumindest mein momentaner Plan. Also wie habe ich das jetzt? Ja, da. Also nochmal das Muster aus der Nähe und ich glaube, eben wie gesagt, gerade mit diesen Farben kommt das super raus. Und ist das wirklich super schön. Das ist ja ein Opal-Abo gewesen und das ist die Alpaka von Drops. Stricke ich mit Nadel 4,5, glaube ich, und ja, wird das nächste Mal, denke ich, fertig sein. Seid gespannt. Stay tuned, wie sie auf Englisch immer sagen. Und dann habe ich auch an der Babydecke weiter gehäkelt für den Enkelbub.
Die heißt Terracotta, weil sie im Original in Terracotta-Farbe gestrickt ist. Das Muster ist auch von Drops und hat eben so kleine Löchleins. Und das ist jetzt das Ende vom dritten Knäuel. Ich habe sechs, das heißt, sie wird ein bisschen länger als doppelt so lang werden. Es wird offensichtlich ein bisschen quadratisch, außer ich bestelle noch ein Knäuel. Aber ich denke, wenn ich's bade und spanne oder schön auslege, ausstreiche, dann könnte es schon auch ein bisschen länglich werden. Schauen wir mal. Das ist, glaube ich, eine Vierer oder auch viereinhalb oder fünf. Moment. Viereinhalb. Und das ist die Merino Extra Fein von Drops in dieser Farbe, so beige-grau. Ja. Und ich hoffe, dass die dann nicht zu warm wird, weil so eine pure Schafswolle dann als Sommerdecke, naja, vielleicht daneben gegriffen, keine Ahnung. Oder ich muss noch eine Baumwolle stricken, aber naja. Wie gesagt, die Decke Terracotta wächst auch schon langsam. Und was ihr noch kennt und was jetzt auch schon recht weit fortgeschritten ist, ist die Weste für meine Enkeltochter, die sie jetzt Mitte Mai zum vierten Geburtstag bekommen soll. Die ist jetzt so weit. Die wird gestickt, die wird in der Mitte aufgeschnitten. Also zuerst werde ich es mit der Nähmaschine abnähen, eben neben dieser Stickmasche, und dann wird das nach innen geklappt und dann wird aus diesen Maschen dann die Maschen fürs Bündchen, für die Knopfleiste aufgenommen. Einen Ärmel habe ich schon. Und das ist die Drops Baby Merino. Ja, also das ist dieses Colorwork-Muster, wo ich ja schon letztes gemeint habe, ich denke, ich hätte die Blüten weiß machen sollen, weil sie hier nicht so gut zum Ausdruck kommen. Aber es kommt ja in die Mitte jeder Blüte noch ein weißer Punkt. Da wäre noch eine weiße Masche gewesen. Aber dann hätte ich teilweise mit vier Farben das Colorwork stricken müssen. Und es haben mir drei Farben eigentlich auch gereicht. Und deshalb werde ich diese weißen Mittelpunkte dann noch aufsticken. Und ich hoffe, dass dann so die Blüten mehr zur Geltung kommen. Manche von euch haben mir auch geschrieben, ich soll doch eine Perle aufnähen. Weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob das so praktisch ist bei einer Kinderweste, aber naja. Ich werde es auf jeden Fall mal mit dem weißen Garn probieren. Ich habe es nicht gebadet, weil ich fürchte, dass die dann auch wieder wächst. Und sie ist ohnehin schon wieder sehr groß geworden. Also vor allem der Ärmel fürchte ich, wird viel zu lang sein. Obwohl, ich habe ihn um einen Zentimeter kürzer gemacht als in der Anleitung. Und das ist aus dem Buch Klompe-Lompe Outdoor-Maschen. Und ich finde, die Klompe-Lompe-Sachen sind alle sehr groß geschnitten. Aber es sind schöne Muster. Also so sieht es hier aus. Für Anfänger würde ich es eher nicht empfehlen. Und schon allein wegen dem Colorwork mit drei bzw. vier Farben. Sonst war die Anleitung, glaube ich, irgendwas war da, weiß ich jetzt nicht mehr. Aber sie war schon ziemlich klar eigentlich. Ja. Also, wie gesagt, ich habe es nicht gebadet, sondern ich habe es vorsichtig mit dem Bügeleisen gedämpft. Also auch nicht mit Druck, sondern nur den Dampf drüber gesprüht, sodass sich das Colorwork schön auslegt. Und das hat es eigentlich ganz gut getan, denke ich. Was man eindeutig sieht, ist, dass ich ja beim Colorwork oft locker strick, also sowieso locker, aber noch lockerer als ich eigentlich möchte, und manche Maschen dann recht groß werden. Und vor allem, wenn man die Ärmelmaschen dann dazu vergleicht, das ist auch mit Nadel Nummer 3 gestrickt, so wie oben, dann sieht man, dass die eindeutig viel kleiner sind. Vor allem merkt man auch den Unterschied zwischen dem Körper und den Ärmeln. Also vielleicht hier in der Kamera nicht so, aber ich merke es im Original auch schon beim Anfassen, dass das weicher ist und durchlässiger und das einfach fester.
weil ich mit der kleineren Nadel gestrickt habe, ein kleinerer Umfang. Ich habe das nicht so geglaubt, als ich es von anderen Podcastern oft gehört habe, aber das ist eben diese Nadel, das ist das Sockenwunder, mit der ich die Ärmel gestrickt habe. Und ich habe mich bemüht, locker zu stricken. Und trotzdem ist es fester geworden als der restliche Körper. Ja, ich denke, es macht nichts, weil der Ärmel trotzdem eigentlich sehr breit ist und lang. aber es ist halt so. Gut, das heißt, da muss ich den zweiten Ärmel noch machen. Dann vorne abnähen mit der Maschine, aufschneiden, umklappen und das Bündchen drauf machen. Und auch da werde ich die gleichen Knöpfe verwenden, aber die eine Größe größer, die habe ich auch schon hier. Nein, es raschelt zu viel. Einfach Perlmutterknöpfe und ich werde es dann sehen. Gibt es dazu sonst noch was zu sagen? Weiß nicht, fällt mir im Moment nichts mehr ein. Okay. Dann ist was weitergegangen an meinen Orchideensocken. So, jetzt ist mir da eine runtergefallen oder zwei. Einer ist fertig. Die heißen deshalb Orchideensocken, weil sie im Original aus so Orchideenfarben gestrickt sind. Und auch leider weiß ich hier jetzt nicht den Namen der Designerin. Aber ihr findet das, wie gesagt, auch auf Ravelry. Und das sieht so aus, immer so Hebemaschen dazwischen und linke Maschen. Da habe ich eine nachträglich eingestrickte Ferse gemacht. Da sieht man auch noch die großen Löcher, die ich dann noch vernähen muss. Damit das Muster nicht unterbrochen wird, also diese Farbfolge. Und die zweite hoffe ich, dass genauso wird. Obwohl ich gleich am Anfang da irgendwie schon ein bisschen woanders bin. Also wenn man da schaut, bei dieser ersten linken Reihe ist da schon gelb und hier kommt das Gelb erst weiter unten. Obwohl ich mich auch bemüht habe, eben gleich zu stricken und ja, also da mache ich es dann meistens so, wenn ich merke, zum Beispiel bei der Ferse bin ich viel weiter, habe ich noch weniger Wolle verbraucht als hier, bin also im Musterrapport noch weiter hinten, dann schneide ich was raus, damit ich dann da wieder gleich weitermachen kann. Oder zum Beispiel bei der Spitze. Weil bei der Spitze gefällt mir das gut, dass dann noch eine so eine rot-weiße Reihe dazwischen ist, oder zwei, und dann, dass sie blau ist. Und das möchte ich, dass das hier auch so wird. Und wenn es nicht ist, dann merke ich das eben vorher, dass ich dann viel fester stricken muss, damit ich Wolle spare oder ich schneide eben Wolle raus. Und die stricke ich ja im Rahmen der Musterschlacht vom Opal-Abo. Also das war jetzt, glaube ich, im letzten Opal-Abo drin. Und ich muss überhaupt mehr Opal-Wolle verstricken, weil im Mai kommt ja schon wieder das nächste Abo. Und ja, ich möchte einfach haben. Ich möchte es nicht kündigen. Und ja, muss ich Wolle verstricken. Die werden dann wahrscheinlich in meiner Spendenbox landen. Dann habe ich ja dann noch welche Socken. Da habe ich aber nicht viel dran gemacht. Das ist ja die Wolle. Also eigentlich ist es ein Garn. Es ist hauptsächlich Baumwollgarn und recyceltes Polyester. Es zerfällt hier leider schon etwas. Die ist von Lana Grossa. Lana Grossa Linea Pura Aruba heißt sie. Boah. und die erste ist fertig. Weil das ja eigentlich keine Sockenwolle ist und die nicht so wahnsinnig elastisch ist. Schon ein bisschen, aber nicht so ganz. Habe ich mir gedacht, ich muss ein elastisches Muster stricken. Und habe eben nach dem Rollbündchen mit dem 2-2-Rippenmuster weitergemacht. Habe auch die Ferse, die Bumerangferse, in dem 2-2-Rippenmuster weitergestrickt. Das geht auch. Und habe dann da vorne ein anderes Rippenmuster eingebaut. So sieht man es, glaube ich, ganz gut. Damit es hier um den Riss breiter ist, beim Fuß wieder schmäler wird. Und vorne an den Zehen, vor den Zehen noch ein bisschen breiter und dann die Zehen wieder schmäler. Das schaut jetzt sehr lustig aus, ich weiß.
Also, was das auch immer sein könnte. Aber es passt, ja. Also es passt mir gut, weil es dehnt sich ja. Und es ist dann nicht mehr so lang und spitz, sondern es passt sich wirklich gut an die Zehenform an. Und die ganze Ferse habe ich auch durchgerippt. Und ich habe ja gehofft, dass sich jetzt dann irgendwann einmal ein Farbrapport finden wird, dass ich den zweiten auch so machen kann. Ist aber nicht. Also das dürfte so ähnlich sein wie beim Zauberball. Da gibt es kein Farbrapport. Da kommen die Farben dann irgendwann oder ich weiß nicht wie lang, bis es endlich sich wiederholt. Also es ist hier beim zweiten Socken jetzt mal so, dass sich hier rosa und weiß streift, was hier gar nicht ist. Hier streift sich ja das Türkis mit Weiß. Und dann kommt noch mehr rosa-weiß. Und irgendwann wieder Türkis und da irgendwann einmal Gelb. Aber dieses orangeliche, wie sagt man, sehe ich da im Moment gar nicht. Ja, also die werden unterschiedlich und deswegen hatte ich da jetzt irgendwie auch keine Lust mehr. Aber jetzt, wo es jetzt endlich bei uns vielleicht auch mal warm wird, brauche ich dann doch Baumwollsocken. Also ich werde sie auch weitermachen und vermutlich kannst du sie auch nächstes Mal fertig sehen und bin schon gespannt, wie die zweite ausschauen wird. So, jetzt habe ich mir da einen Knoten hineingedreht. Naja, muss ich nachher auch machen. Und dann habe ich noch was aus diesem Baumwollgarn begonnen, nämlich ein Oberteil. Und das kennst du jetzt noch nicht. Das wird ein Top nach einer Anleitung von Nicolor. Nicola Susan, stimmt das? Nicolor. Und zwar ist das wieder so eine Anleitung wie der Raglano, den man sich an sich selbst anpasst. Also egal, welche Wolle du nimmst, welche Garnstärke, egal, welche Größe du stricken willst, du hast dann so eine Formel, mit der du das berechnen kannst. Ist ganz einfach und ist auch recht gut beschrieben, obwohl ich teilweise ein bisschen mir unsicher war, aber das lag an mir, weil ich wieder mal nicht gut gelesen habe und nicht gut geschaut habe. So, jetzt habe ich das ein bisschen so zurecht gewurstelt und da. Man beginnt hinten in der Mitte. Ich weiß nicht, ich glaube, ich verrate nicht zu viel, wenn ich da jetzt sage, mit einem Fadenring. Also nur mit ganz wenigen Maschen hier. Und dann nimmt man recht schnell zu in diesem Muster. Beziehungsweise glatt rechts. Diese Musterstreifen werden die Ärmel und das glatt rechts wird der Rücken. Und auch hier siehst du wieder, wie die Wolle lustig streift und wahrscheinlich keinen Farbrapport hat. Also jetzt kommt da ganz viel von diesem Naturton. Ja, kann man nicht sagen. Und dann schließt man relativ bald die Runde. Moment. Indem man Maschen weiter für die Ärmel und fürs Vorderteil aufnimmt. Ich kann euch das jetzt leider schlecht zeigen, weil ich das auf einer recht kleinen Nadel habe. Aber ja, so. Also, Entschuldigung. Das wird jetzt das Vorderteil. Dann nimmt man eben Maschen auf. Das werden die Ärmel. Das ist dieses Muster. Das ist wie gesagt der Rücken, wo man hier oben begonnen hat. Und das ist der zweite Ärmel. Und das ist, was ich bis jetzt habe. So. Ja, ich weiß nicht, ob man es sich vorstellen kann, aber ich denke so ungefähr. Das ist der Ausschnitt. Und ja, stricke ich also da fleißig in der Runde, nehme raglanmäßig zu und muss bis zu einer bestimmten Breite stricken, die der Rücken haben soll und kann dann die Ärmel abteilen. Das wird hoffentlich demnächst geschehen. Ich habe hier Nadeln mit 3,25, diese, wie heißen die nochmal? Knit Pro Ergonomics, glaube ich.
Ja. Bei dieser Wolle steht eigentlich drauf, man soll sie mit 3,5 bis 4 verstricken. Das finde ich aber viel zu groß. Also das wäre mir viel zu löchrig. Ich habe den einen Socken schon gewaschen und die Wolle ist schon ein bisschen aufgepufft. Wo ist er jetzt? Da. Es ist schon ein bisschen weicher geworden auch. Und bei diesem Glattrechtsteil da oben, den habe ich mit 2,5 gestrickt. Und du siehst, wenn ich es dehne, ist es noch immer durchsichtig. Ja. Also es ist nicht zu fest, das Maschenbild bei 2,5. Und das wird jetzt 3,25. Sieht so aus. Und wenn ich das dehne, siehst du auch, ja, siehst du mich da durch. Also es ist nicht zu fest. Und wie man es mit 3 oder 4 stricken soll, weiß ich nicht. Also es würde mir nicht gefallen. Aber insgesamt finde ich es lustig, gefällt es mir gut. Und das heißt übrigens Lechfall, das habe ich noch gar nicht gesagt. Lechfall, der Lech ist ein Fluss, ich glaube in Süddeutschland. Ja, genau, sie hat geschrieben, es ist auch ein Bild davon bei der Anleitung. Es ist in der Nähe vom Schloss Neuschwanstein. Und der Lech hat dann so ein stufenförmiges, ja, einen künstlichen Wasserfall, glaube ich. Und das nennt sich Lechfall. Und diese Anleitung heißt Lechfall. Und ja, macht Spaß, wird ein hübsches Sommertop, hoffe ich. Okay, dann sind da noch zwei Sachen. Und jetzt würde ich mal meine zwei Töchter bitten, abzudrehen. Denn jetzt kommen Dinge, die euch überraschen sollen. Okay? Alle anderen bleiben bitte noch da, denn es gibt ja auch noch die Verlosung. Oder soll ich die jetzt machen? Soll ich die euch nicht so lang auf die Folter spannen? Machen wir zuerst die Verlosung, genau. Muss ja nicht ganz zum Schluss sein. Und dann zeige ich euch noch die zwei oder drei Sachen, die da noch drin sind. Also, ich habe gesagt, aufgrund meines zweiten YouTube-Geburtstags habe ich euch Wolle gefärbt, in Frühlingsfarben aus Tencel-Wolle. Und einen Strang verlose ich jetzt. Ihr dürft euch aussuchen, wenn ihr, welchen ihr wollt. Das heißt, diejenige, die ich oder denjenigen, den ich auslose, der kann mir dann schreiben, will er türkis, lila oder grün. Und die anderen zwei gibt es ja, sobald ich 2500 Abonnenten habe. Wer weiß, wie lange das noch dauert. Es kann noch dauern. Na, schauen wir mal. Okay, ich habe da schon den Comment Picker geöffnet. Habe die URL von meinem letzten Video eingegeben, habe als Text Tencel eingegeben, das war ja das Codewort sozusagen. Und da schauen wir mal, wie viele das geschrieben haben. Es waren 70 Kommentare mit dem Codewort Tencel. Und dann drücke ich hier auf Start und zeige euch gleich live, wer gewinnen wird. So, Cursor, wo bist du? Nicht da. Jetzt haben wir den Cursor an der richtigen Stelle und ich mache zack und es läuft, es läuft, es läuft. Und es ist, ihr könnt es wahrscheinlich schon lesen, ich nicht, die Livia Timar. Livia schreibt, liebe Biggi, wie schön, dass du uns mehr als eine Stunde unterhalten kannst, da du ja so schöne Sachen strickst. Vielen Dank. Ich fühle mich geschmeichelt. Gefallen mir richtig gut. Und auch noch so tolle Projekte. Würde gerne bei deiner Verlosung mit dem Strang von dir gefärbten Tencel-Wolle teilnehmen. Ein sehr schönes Osterfest und Feiertage wünsche ich dir von Herzen. Grüße, Livia. Also, liebe Livia Tamar, ich gratuliere dir ganz herzlich. Du kannst dir aussuchen, ob du lila oder rosa, je nachdem, türkis oder grün haben möchtest. Schreib mir ein E-Mail auf knitandshine@gmx.at mit deiner Adresse und dann schicke ich dir den von dir ausgewählten Strang. Und ich wünsche dir viel Spaß damit. Ja, und dann, ich glaube, ich bin eh schon wieder bei einer Stunde oder so, zeige ich euch, was ich dann noch habe. Also wie gesagt, Töchter,
Nicht mehr. Für die kleine Enkelin zum Geburtstag wollte ich ja schon seit vor längerer Zeit was für ihre Puppe stricken. Und ich habe jetzt aus dem Buch Klompe Lompe Kindermaschen, da sind hinten Anleitungen für Puppenmode drinnen. So entzückend, schaut mal. Und ich habe jetzt mal gemacht eine Weste, die da. Das ist nämlich die gleiche Wolle, die gleiche Farbe wie die da. Also sie wird die zum Geburtstag bekommen und die Puppe die. Und ja, das sind die übrigens die Knöpfe, die ich ursprünglich gekauft habe, wo nur die 6 Stück waren. Die passen jetzt gut hierher. Und diese Anleitung, diese Art von Weste bzw. dieses Muster gibt es ja in dem Buch ganz häufig. Also nicht nur für Westen, auch für Mützen und für was da noch drin ist. Also diese Streifen kommen öfter vor. Habe ich jetzt auch schon zum zweiten Mal gestrickt. Einmal war ja eine rosa Weste, die ich für meine Enkelin auch schon gestrickt hatte, die leider etwas verfilzt wurde in der Waschmaschine und jetzt nicht mehr passt. Ja, dafür kriegt sie eine neue. Also dieses kleine Westchen ist für die Puppe. Und jetzt muss ich noch ein bisschen Katzenhaare wegfusseln. Apropos Katze, die ist heute gar nicht gekommen. Aber ich glaube, die ist draußen. Und dann gibt es noch dieses Röckchen dazu. Ja, jetzt sieht man das genau, jetzt sieht man das Muster besser. Ist nämlich lustigerweise das gleiche Muster wie die Decke. Nur ist es hier ganz anders beschrieben. Aber es ist dasselbe. Also oben hat es nur so einzelne linke Maschen. Nein, gar keine. Das sind nur die Zunahmen oder Abnahmen. Man beginnt da von unten nach oben. Ein kleines Röckchen mit Gummizug. Und dann hat die Puppe ein kleines Kostümchen. Ja, ich hoffe, sie freut sich und ich hoffe, ihre Puppe passt das. Eigentlich ist ja das für die, steht da die Größe einer Babyborn-Puppe. Und ich glaube, ihre Puppe ist, also sie hat noch nicht so eine richtige Babyborn, ist ein bisschen kleiner. Aber ich hoffe, das passt trotzdem. Und dann habe ich noch was Kleines, auch aus der Baby Merino, auch in diesem Streifenmuster. Und das wird diesmal wirklich wieder für den Enkelbub, der kommen wird. So, Katzenhaare. Katzenhaare sieht man auf diesem Dunkelblau sehr gut. Gut, also was wird das? Das ist einmal ein Lätzchen. Und hier wird in die Runde geschlossen. Und vielleicht kann man es schon erkennen, dass kommt jetzt ein Höschen dran und das wird, ich hoffe, ich finde es jetzt auch schnell, das ist auch aus diesem Kindermaschen, Klompe Lompe Kindermaschen, ich glaube, es ist recht weit vorne, da ist auf jeden Fall diese Jacke nochmal, Jacke David heißt sie da, in der Kindergröße, da ist übrigens der Rock nochmal, den man auch für Kinder stricken könnte. Und wo ist jetzt das Strampelhöschen? Hier. Mit einem ganz süßen, frischen Baby. Ja, also ich glaube, das ist eh die kleinste Größe auch hier, die auch ich stricken will, denn ich möchte das jetzt endlich, was einmal auch dem mehr oder weniger Neugeborenen passt. Das soll eine Größe 0 bis 2 Monate, glaube ich, werden. Das ist auch auf Nadel Nummer 3 gestrickt und ist auch die Baby Merino von Drops. Und jetzt habe ich es leider wieder zugemacht, aber was ich euch noch sagen wollte, was ich verändern werde, ist, glaube ich, dass hier unten kein Verschluss ist. Also, dass man, das ist ja praktisch bei den Bodies, wenn man die unten aufmacht, dass man das Baby einfacher und schnell wickeln kann. Das ist hier nicht, sondern die haben nur da oben die Knöpfe. Und das heißt, du musst das Baby komplett ausziehen, um es zu wickeln. Und ich glaube, ich werde das irgendwie machen, dass man es auch unten aufknöpfeln kann.
ja, wird vielleicht nicht ganz so schön aussehen, aber praktischer ist es auf jeden Fall. Gut, das war jetzt das Letzte, was ich da drin habe. Ich glaube, es ist eh genug und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt neue Anregungen gefunden. Vielleicht seid ihr bei einem einen oder anderen Stück inspiriert worden. Ja, ich hoffe, es geht euch gut, ihr seid gesund. Und ich, wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn ihr am Sonntag dabei sein wollt beim Zoom-Stricktreffen. Ansonsten wünsche ich euch viel Strickzeit, alles Liebe, alles Gute und danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Baba!